Nimm das bitte. Ein Foto eines jungen Mannes in einem leeren Raum mit Sonnenlicht im Hintergrund. Ist das der junge Mann, der die Tagebucheinträge schreibt? Ist das der Wärter? Entschuldigung fürs Essen. Ich bin gerade, hab echt ultra Hunger. Okay. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Also ich kann mit diesen Öfen nichts machen, aber da sie noch leicht glühen, müssen die ja bis vor kurzem in Betrieb gewesen sein. Und mit dem Teil kann ich auch nichts machen, ne? Nicht irgendwas anschalten? Also obwohl Oma hier vorhin geschrien hat, habe ich jetzt die Hoffnung, dass hier nichts passiert. Kann ich nicht lesen. Aber das ist schon so eine Art Arbeitsplan zu sein. Wann hier wer Dienst und Schicht hat und sich um was zu kümmern hat. Ich hätte wirklich gerne mal wieder... Es ist 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends bei denen. Bei mir ist es 3:15 morgens. Wirklich ganz gerne mal ein paar mehr Signalfackeln, ne? Als Oma schon wieder hinter mir her ist. Oh, hier sind schon wieder 1000 Stühle. Stühle? 1000 Zettel, meine ich. Ich kann schon nicht mehr denken. Mit Island Hospital. 13. Oktober 32. Da war es noch das Krankenhaus. Adam Patterson. Gewartet Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Das klingt logisch. Ich will nicht noch mehr Leuchtstäbe. Ach, mach halt mal einen an. Ja, ich habe zu viele Leuchtstäbe, bla bla bla. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, wo sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1313, 1313 ist immer nur die 13 in verschiedenen Varianten. Gott sei Dank, mach an. Ich habe den Strom wieder hergestellt, meine Bedrohung ist noch bei 0. Mal sehen, wie lange. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört. Und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen unten in den Tunnel? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ja, bin ich gerade dabei und zwar ganz hoch motiviert, aber irgendwie habe ich ja mit nichts recht hier, ne? Also ich werfe mal meine Fackel wieder weg hier. Eine komische grüne. Kann ich jetzt das Dingens hier benutzen? Ja. Also gut, die Brücke ist jetzt hier, das heißt, ich kann hier rüber. Quiet, so quiet. All I ever wanted, all I ever needed. Also er ist
ist wahrscheinlich der Wärter, der dieses Tagebuch hat schreiben sollen. Ja, du und ich. Nur wir beide. Ich auch. Freude. Hier komme ich wohl nicht raus. Oh, Freiheit. Draußen frische Luft. Raus aus der Hexenhölle. Ich bin da gern gespeichert. Scheint ein bisschen weit weg zu sein. Ich kann auch gar nicht ins Wasser, sie geht gar nicht ins Wasser. Ich gucke aber mal, ob hier irgendwo Zettel oder sowas rumliegen, ne? Ich habe immer noch nur zwei von diesen scheiß Signalfackeln übrig. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr davon, aber ich krieg einfach keine. Ich habe 1000 Leuchtstäbe, aber was soll ich denn damit? Hier, das Geräusch kommt von da hinten, vom Festland. Also hier geht's jetzt gleich weiter. Ich schau mal, ob da noch irgendwas ist. Im hohen Gras. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass hier irgendwas versteckt liegt, aber man weiß ja nie. Benutzen wir mal. Wird schon nichts schief gehen. Okay. Kann ich hier auf die Kisten teilweise... Wenn die Signalfackeln um dich zu schützen. Ja, das weiß ich, aber ich brauche gerade keine, hoffentlich. Ich bin zu fett, um hier durchzukommen. Ich passe da nicht, tut mir leid. Wo führt denn das hin überhaupt? Hier. Ja. Gib mir bitte. Mach die auf und nimm die scheiß Signalfackeln, du hohle Birne. Nimm davon so viel du tragen kannst. Nimm nur 4 Stück. Okay. Nutzen, aber ich kann das noch nicht benutzen. Wo benutze ich das denn überhaupt? Ja, nö, wohl noch nicht. Ich kann noch nichts benutzen. Muss ich das gleich mit der Signalfackel anmachen? Oh, was passiert denn da? Da brennt doch alles. Okay, ein Obdachloser, ein Zelleninsasse? Ich weiß es nicht, das sieht nicht so aus. Ja, aber so liege ich gleich auch im Eck, wenn das Spiel hier mich noch so weiter nervt. Also ich versuche gleich, ob ich das mit der Signalfackel angezündet kriege, aber ich habe irgendwie Angst, ne? Okay, jetzt zündel ich hier rum, ne? Okay, kann ich mir bitte noch eine Signalfackel hier rausnehmen? Also jetzt brennt hier alles, das ist schön. Ich habe mir also den Weg hier hindurch freigesprengt. Es ruckelt echt alles hier, ne? Meine Bedrohung ist immer noch niedrig, wa? Zum Glück brennt das da nicht. Ich kann hier raufklettern? Ich kann hier nicht raufklettern? Warte, ich kann wahrscheinlich gleich schieben. Boah, Alter, das ruckelt echt übel. Hier? Zärtlich nach unten sehen. Hochklettern. Also manchmal fehlt das einfach. Da fehlt die Einblendung mit dem Hochklettern und allem. Es ist dann so geraten, wie ich hier rüberkomme. Ich kann da rein. Komme ich auch wieder raus? Das sehen wir gleich. Jetzt sind wir wieder 1986. Unerklärte Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen, doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da.
Nennt sich Halluzination. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtenwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Kollektive Panikmache. Ach ja, hier komme ich raus. Ist ja meistens so ein Phänomen, wenn einer anfängt, dann bilden sich die anderen das auch ein. Okay, das ist wieder aus der Zeitung. Charterboot fängt Feuer. 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Das ist tragisch. Die Frage ist, was war der Auslöser für das Feuer auf der Fähre? Oh, hier sind wieder 1000 Zettel, ne? Ah, unser Wärter hat wieder einen Eintrag verfasst. Entschuldigung. Es war eine lange Woche und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück Extraschichten gearbeitet. Niemand weiß, wer was man sich noch sagen soll. Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles. Diese Patienten brauchen uns. Selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos ins Leere stachen können. Selbst jene, die mit ansehen mussten, wie ihre Freunde und Angehörigen wegen eines wahnsinnigen Ertrinken und dessen Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alles, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth Daniels. Das ist die, die Selbstmord begangen hat, hier in dem Bootshaus, ne? Okay, das ist hier wieder von der Zeitung, auch von 1939, Charterboot fängt Feuer. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist und versichert, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das hilft den Toten nicht mehr. Und noch ein Zettel. Wir kriegen echt viele davon gerade, ne? Und wieder ein Incident Report. 7. März 33, das ist vor dem Bootsunglück. Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen von besorgten Leuten über Leichen, die an das Ufer gespült wurden. Diese Berichte werden meist von Zeugen begleitet, die angeben, dass sie verstorbenen Gefängniskleidung tragen, die mit der Anstalt auf Mid Island übereinstimmt. Aber jedes Mal, wenn wir an den Ort des Geschehens eintreffen, sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen. Wir behandeln diese Aufrufe bis auf Weiteres mit niedriger Priorität. Vermutlich sind es nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben. Nein, der Krähenmann holt die sich. Wir haben den Krähenmann ja kennengelernt per Brief. Das ist der, der sich hier aus dem Staub gemacht hat. Und der meinte ja, ja hier, wir sind Fleisch und bla und er muss Fleisch für seine Krähen besorgen und so. Der holt die sich, ne? Das ist ein Krähenmann, der hier kommt. Okay, da brennt irgendein Gebäude. Ich weiß aber nicht, was für eine Art. Tatsächlich sieht es nach einer Feuerwehr aus. Könnte aber eine Schule oder ein Polizeigebäude oder ein Krankenhaus sein oder sonst irgendwas. Mit Eisenbahn im Vordergrund, Eisenbahnschienen. Also das ist definitiv nicht hier. There's no escaping fate. Brennt auf jeden Fall. Aber das Feuer breitet sich aus. Ich habe hier alle Zeit der Welt, bis ich hier rumlaufen kann. Es ist gerade sehr entspannend, dass ich einfach nur rumlaufen konnte, gerade um die Sachen einzusammeln. Denn jetzt kann ich hier nämlich da hoch und ich wette, dieses Tor geht hinter mir zu, denn sind wir sonst wo.
Ich bin gleich wieder im Nirvana. Ich bin gleich wieder im Nirvana und ich bin freiwild. Ich weiß es nicht, aber ich bin gleich freiwild. Also gut. Ich auf mal ein Stück. Alter, lass mich in Ruhe! Mein Bedrohungslevel ist 0, lass mich in Ruhe! Also, ich komme hier nicht durch. Oh, Alter. Ja, wo bin ich hier? Welche Stotzen? Welche Zaunpfähle? Da lasst mich in Ruhe, meine Drohungslevel ist ein. Geht weg! Ja, ich kann sie im Nacken fühlen! Alter, als ob die direkt neben mir wären. Hört auf, mich anzuschreien! Geht weg! Hört auf, mich anzublöken, ihr blöden Kühe! Ich bin nämlich der Meinung, dass es verschiedene. Frauen waren, die mich da verfolgt haben. Ich verstehe mal nicht, was die Stimmen mir zu flüstern. Alter, ich will nur noch weg. Lass mich hier raus. Na toll. Ja, geht alle weg. Ja, ich habe meinen Weg schon lang verloren. Alter. So gut, hier ist irgendwas. Hier sind wir. Ah, Alter. Die sind doch hier. Auf dem Boden. Seid alle nicht da. Ich hab voll Schiss, dass die gleich schon drin ist. Okay. Hier ist nachher das Ding, das ich abholen darf. Alter, hör auf, hier die ganze Zeit hier sinnlose Sachen ins Telefon zu blöken. Hilf mir gefälligst und sag mir, was ich suchen soll. Geh mal wieder. Nein! Alter, ich glaube, die haben da Füchse dafür aufgenommen. Ne? Füchse schreien nämlich genauso. Also die guten Stadtfüchse schreien so, ne? Also wer schon mal einen Fuchs hat rufen hören, vor allem weibliche Füchse, die können so unglaubliche Töne von sich geben. Das ist furchtbar. So gut, meine werte Dame, ihr lasst mich jetzt bitte mal schön in Ruhe hier, ne? Ja! Ah, da ist so ein scheiß Zettel. Ja! Hör auf! Okay, Stadt erwägt Ermittlungen gegen GNC Investment Corp. Ich glaube, GNC. Von 87. Auf Druck des liberalen Ratsangehörigen Anthony Wassermann. Hat der Stadtrat von New Kipling in Erwägung gezogen, Ermittlungen gegenüber die Sicherheitsvorkehrungen des bereits seit einiger Zeit in Konstruktion befindlichen Hospizprojektes von G&C Investment Corp. auf Mid Island einzuleiten. Wir standen doch kurz vor der Pleite mit diesem Hospital, beziehungsweise das, also jetzt war es ja ein Hospital, dann war es ja die Mid Island Haftanstalt und jetzt soll es wieder in ein Hospiz umgebaut werden. Das Projekt erlitt bereits drei Rückschläge, nachdem Bauarbeiter tödlich verunglückten. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Stadtrates und noch nie ist mein
ist mir ein desaströseres Bauprojekt untergekommen. GNC wurde bereits mehrmals wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften belangt, aber dieses Projekt stinkt zum Himmel. Ich bin fest entschlossen, dem auf den Grund zu gehen, sagte Wassermann bei einer Tagung des Rats am Donnerstag. Ihm widersprach die Ratsangehörige Shirley Johnson, die von mehreren Arbeiterverbänden aufgerufen wurde, sich der Abstimmung wegen ihrer Verbindung zu GNC Investment Corp zu enthalten. Sei nicht hinter mir.